diese Konferenz ist entstanden aus dem Herzenswunsch, dass sich Menschen auf eine andere Art und Weise begegnen. Die Wirtschaftswelt ist sehr kopfgesteuert, sie ist sehr unternehmerisch, wirtschaftlich gesteuert. Aber was wollen wir? Wir wollen, dass unterm Strich noch mehr Gewinn übrig bleibt. Ein fetter Gewinn. Und in dem Wort verdienen steckt das Wort dienen. Womit verdiene ich mein Geld? Meinhard Keynes hat dieses Geldsystem entwickelt und er sagte, dieses System ist ein Todessystem. Dieses System ist der Untergang unserer westlichen Zivilisation. Die Jahre jetzt zeigen, dass Finanzsysteme implodieren, auseinanderbrechen und den Menschen der Halt, all das, woran sie jahrzehntelang geglaubt haben, wird ihnen faktisch über Nacht genommen. Menschheit und Mutter Erde befinden sich gerade in einer Phase der grundlegenden Transformation. Dieser Sprung führt bei den Menschen zu einem neuen Bewusstsein, heißt, die Menschen erinnern sich jetzt über ihr Herz daran, wer sie sind, woher sie kommen. Alle sind eingewoben in ein Feld und wir berühren uns über dieses Feld. Also in dem Moment, wo ein Mensch ganz er selbst wird, wenn ein Mensch ganz in seine eigene Einzigartigkeit fällt, entsteht auch eine größere Gemeinschaft, ein größeres Miteinander. Spiritualität ist nichts, was es noch nie in der Wirtschaft gegeben hat. Spiritualität findet jeden Tag und seit es Menschen gibt, findet Spiritualität in der Wirtschaft statt. Wo bleibt die Freude? Wo bleibt der Spaß an dem, was wir wirklich tun wollen? Und wie kommt also Spirit in ein Unternehmen? Das ist die Freude. Hey, ich habe Bock, das zu machen. Also es macht einfach Lust und Freude, hier zu sein. Da sind so tolle Menschen und Unternehmer drin. Und ich fände es toll, wenn man sagt, ja klar, Tegernseer Kongress ist für mich ein Datum im Kalender. Es ist vom ersten Moment an ein Feld entstanden. Dieses Berührtsein der Menschen, diese Freude. Viele sind ja aus ihrem Beruf raus, sie haben sich einen Tag geschenkt und haben gemerkt, das war das Wertvollste, was sie an diesem Tag haben tun können. Sie sind in den Raum rein und sie haben ihre Masken fallen lassen. Daraus wird was. Das ist ein Samen, der wachsen wird und der in Zukunft sehr viel Erfolg haben wird, weil viele Unternehmen genau danach suchen, nach Impulsen, was kann ich denn anders machen, nachdem viele Unternehmensberatungen mittlerweile verbrannte Erde hinterlassen haben in vielen Unternehmen, nämlich nur nach Zahlen gegangen sind, nur nach rationalen, nach Verstandeskriterien. Das Denken ist nicht schlecht, aber wenn der Chef nicht das Herz ist, dann passiert gar nichts, denn ohne die Liebe ist alles nichts.